Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 6 die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung der Zuständigkeit für das Verfahren des Austritts aus Kirchen-, Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen Rechts, die Drucksache 19-4386 zu 19-4045, und bitte um die Berichterstattung vom Abgeordneten Schwarz. Der Kulturpolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP bei Stimmenthaltung der LINKEN den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank. Danke, Herr Schwarz. Wir kommen direkt zur Abstimmung über diesen Gesetzentwurf. Wer Ihnen die Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die SPD. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Das ist die Fraktion DIE LINKE. Damit ist dieser Gesetzentwurf angenommen und wird zum Gesetz erhoben.